Das führt uns in die Depression. Wir sind abhängig von Beziehungssuchtfaktoren wie beim Essen, ja, wie das Zucker, wie die Kohlenhydrate, wie die Drogen da draußen, die unser Leben, ja, betäuben. Und dann betäuben wir auch unsere Beziehungen. Und wenn wir schon nicht in der Beziehung sind zu uns selber, zu unserem Sein, ja, dann kriegen wir natürlich auch Missverständnisse, ja, große Fragen stellt sich unser Körper, unser Geist, unsere Seele. Große Überschrift, ja, Depression, ja, schädigt unsere Seele. Hallo, guten Tag, guten Morgen, meine Freunde, mitten in der Dunkelheit. Heute ist das Thema ganz, ganz wichtig. Ja, ihr hört im Hintergrund schon ziemlich schöne Musik in Bezug zur Motivation. Aber wir sprechen hier über die Depressionen. Und es gibt eine ganz, ganz große Formel, die ganz, ganz viele da draußen wahrscheinlich so sich noch nie selber mal bewusst gemacht haben. Und das ist die Formel, ja, die sagt, Angst, ja, ist eigentlich Unwissenheit, Unwissenheit, ja, mal Energiemangel. Und das ergibt die Depression. Angst, ja, mal Energielosigkeit gleich Depression. Das ist für mich die jetzt gerade nochmal neu resümierte Definitionsformel, ja, der Zustände, die so viele Menschen da draußen haben, weil sie Angst haben, ja, und diese Angst durch Unwissenheit entsteht, sich multipliziert, wird zur Depression, weil fehlende Motivation da ist, durch fehlende Energie, weil wir im Mangel leben. Und ich habe mir einige Gedanken gemacht und ich möchte eigentlich mit diesem Teil hier, was hier gerade morgen als Podcast oder als, muss ich mal kurz anmachen, dass das halt parallel läuft, ne? Hallo meine Freunde im Podcast-Format, es geht um das Thema Depression, ja, Angst, Unwissenheit und wie wir in die Motivation kommen. Und das ist das Wichtigste, ja, dass wir in Bewegung bleiben und die Motivation finden. Und ich hoffe, dass dieser Sound im Hintergrund euch auch motivieren kann, aufzubauen, ja, die richtige Frequenz zu finden und ein inneres Wachstum zu genießen. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. So, und ich habe dann einiges vorbereitet, was ich euch jetzt, ja, vorlesen werde oder kreativ umstellen auf jeden Fall. Und es geht so. Hör erst nochmal die Musik, atme sie ein und stell dir vor, ja, was du definieren möchtest, wie du dich fühlst. Fühlst du dich gerade depressiv? Warum fühlst du dich depressiv? Hast du fehlende Gesundheit? Hast du Probleme bei den Finanzen oder in deiner Beziehung? Wo hast du Ängste, die dich gerade runterziehen? Und der größte Mangel in dieser Angst ist wahrscheinlich die Unwissenheit, woher dieser Mangel, diese Angst kommt. Also werden wir gemeinsam daran wachsen, ja, uns das zu definieren. Und wenn wir erstmal das greifen können, ja, das beschreiben können, was Angst, was Frustration, was Depression für uns ist, dann kommen wir auch daraus, denn dann können wir es anpacken und wegstellen. Ja? Oder sogar auseinandernehmen und zu etwas Gutem verwandeln. Denn Verblendung und Ignoranz ist eines der schlimmsten Sachen, die wir tun können. Denn so kommen wir niemals aus der Sache raus, ja, die uns bedrückt. Also immer realisieren und dann dementsprechend lösen. Und ich fange so an. Ein Mittel der Angst, ja, das ist, wenn man keine Ruhe hat, wenn die Freude fehlt, wenn dein Leben anfängt, nicht mehr so zu sein, dass du es in vollen Zügen genießen kannst. Wenn wir uns in der Angst aufhalten, sind wir meistens unwissend und wir müssen etwas tun, um uns zu verändern, doch wir stecken fest. Und hier sind die Bereiche der Menschen wirklich oft immer die gleichen. Es geht um die Gesundheit, weil wir eine Krankheit pflegen, ja? Weil wir einen Geldmangel haben und nicht wissen, wie wir da rauskommen. Oder wir sind in einer Beziehung, die negativ ist und das führt uns in die Depression. Wir sind abhängig von Beziehungssuchtfaktoren wie beim Essen, ja? Wie das Zucker, wie die Kohlenhydrate, wie die Drogen da draußen, die unser Leben, ja, betäuben. Und dann betäuben wir auch unsere Beziehungen. Und wenn wir schon nicht in der Beziehung sind zu uns selber, zu unserem Sein, ja, dann kriegen wir natürlich auch Missverständnisse. Ja, große Fragen stellt sich unser Körper, unser Geist, unsere Seele. Große Überschrift, ja. Depression, ja, schädigt unsere Seele. Warum? Weil wir die Liebe verlieren, ja, die Freude. Ja, und wir möchten doch so
rauskommen aus den Situationen und uns bekannt machen mit dem, was Freude und Motivation ist. Wir wollen Angstzustände, ja, die deprimiert in unserer Seele umherkreisen, lösen. Ja, wir wollen Unglück aufheben. Wir wollen Nervosität feststellen, wo sie herkommt, und in Motivation und Selbstsicherheit wandeln. Wir wollen einfach die Frustration, die uns umgibt, loslösen. Wir wollen die Überforderung, die wir haben, und die Depressionen im Allgemeinen, die unser Leben erfüllen, ja, die wir aufnehmen von draußen, vielleicht von den Nachrichten und von allen anderen Dingen, ja, wollen wir einfach wandeln. Wir wollen uns transformieren in eine Motivationswesenheit, ja, die Freude hat. Wir wollen die Schlafstörungen in uns vermeiden. Wir wollen erkennen, warum wir überhaupt nicht schlafen können. Warum sind wir morgens müde, wenn wir aufwachen, und können die Freude strahlend an die Decke springen. Ja? Wir wollen behaglich und zufrieden einschlafen. Wir wollen gemeinsam Gefühle entwickeln, ja, sodass sie kein Unglück mehr verfolgen oder es uns verfolgt oder meinen, wir haben immer nur Unglück und ziehen dieses an, dieses Pech im Leben, so genannt. Ja? Wir wollen Gefühle haben, ja, die uns ins Leben bringen. Ohne Ängste, ohne Sorgen, ohne Stress wollen wir bestehen. Wir wollen keine Angst haben, zu versagen oder uns zu fürchten. Ja, wir wollen, dass unsere Erwartungen erfüllt werden und wir das auch selber können, kraftvoll. Wir wollen das Glück in der Beziehung finden und nicht das Unglück darin pflegen. Wir wollen uns nicht aufheben in einer Beziehung, wo wir uns schlecht fühlen und depressiv, denn das macht uns Angst, das nimmt uns die Motivation des Lebens. Wir fürchten ständig, krank zu werden, ja, oder merken sogar, dass wir etwas Problematiken haben in uns, ja, und diese Krankheit der Depression weiter pflegen. Wir haben Ängste vor Einsamkeit und vom Älterwerden, und das macht uns Panik oder bringt uns Panikattacken und Ängste in uns hervor. Ja? Und das sogar, weil wir uns in unseren eigenen Wänden einsperren und einsam sind. Und Einsamkeit ist ein großer Faktor in dem Bereich der Depression. Wenn du erstmal verstehst, dass deine Seele, ja, das Glück ist, niemals einsam zu sein, sondern du hast immer einen Partner, ein Gesprächswesen in dir drin, ja, mit dem du in Verbindung gehen kannst, in Beziehung, um das Glück, die Freude und dein inneres Wachstum zu gießen, und dann wächst diese Pflanze und du wirst immer stärker, besser, motivierter und selbstsicherer. Und mit dieser Kraft kannst du nach außen gehen und andere Menschen auch beeinflussen, und zwar ins Positive hin. Depression ist etwas, was wir nicht haben wollen, meine Freunde. Wir wollen aus der Angst rauskommen, wir wollen kämpfen, ja, und wir wollen Kräfte entwickeln, die unser Leben lebenswerter machen. Gucken wir mal, ob das Video noch läuft. Ja, da sind wir noch. Und ich freue mich, dass ich mit aller Kraft, mit aller Motivation euch hier in diesem Podcast, Video, YouTube-Format, ich weiß nicht, wie wir es beschreiben können, wie wir es gemeinsam beschreiben, ja, etwas mehr Motivation aus negativer Depression, denn das Gegenteil von Depression im Negativen ist positive Energie. Oder? Was sagt ihr dazu? Also dreht die Sache mal um. Fragt euch, was Depression ist. Macht da draußen Förmchen, ein Mannequin. Und dann formt ihr dieses Mannequin, ja, zu einer starken, mächtigen, kraftvollen Seele, die in die Liebe geht, in die Beziehung, ja, Gesundheit, Bewegung, Persönlichkeit weiter ausbaut. Denn das sind meine Themen, meine Freunde da draußen. Wir wollen dauerhaft und mit Willen, ja, wollen wir unseren Kreislauf zur Wallung bringen. Wir wollen aus den Peinlichkeiten rauskommen und die Frustration überwinden, indem wir erkennen, dass unsere Erröten Lebensenergie ist. Ja, wenn uns etwas peinlich ist, können wir erröten. Aber warum tun wir das? Weil wir dann Leben in uns spüren, weil wir eine gewisse Unsicherheit haben, die aber definiert, hey Junge, du machst etwas, was aufregend ist, was dir die Lebensessenz bringt, ja, und den Eindruck, ja, die Sinnesreize, ja, um dich weiterzuentwickeln. Denn das sind die Pole, die polarisierenden Momente im Leben. Stell dich auf deine Bühne des Lebens und sei dabei. Auch wenn du zitterst, wenn du schwitzt, wenn du feuchte Hände bekommst, nimm es an, erkenne es und transformiere es. Du kannst das nutzen. Du kannst in jeder Form, wenn du auf dieser Bühne des Lebens stehst, diese Momente wahrnehmen, nach außen bringen und dann mit Sicherheit sagen, ey Leute, mir geht's gerade ziemlich kurios in mir, ja, ich habe unwillkürliche körperliche Reaktionen und freue mich, dass ich das überhaupt überwinden kann mit eurer Hilfe. Und ich stehe hier auf dieser Bühne und sage es ganz laut und voller Selbstbewusstsein, dass ich
ja, aus der Depression rausgekommen bin, ja, egal was da draußen in der Welt passiert, ja, ob es jetzt von den Finanzen ist, von der Partnerschaft, von mir selber oder einfach nur, weil der Kuchen nichts geworden ist aus Essen, was ich gerade gemacht habe. Vielleicht habe ich den Geschmack verloren, weil ich halt depressiv bin. Ja, dann muss ich doch mehr Zucker zu mir nehmen, damit ich überhaupt noch eine gewisse Süße des Lebens verspüre. Aber wenn du die Ernährung richtig geändert hast, nur als Zwischeninformation, kannst du durch die richtigen Bitterstoffe viel mehr das süße Leben des Lebens überhaupt, ja, der da draußen existierenden, ja, Natur und der Ursubstanz spüren. Und ich glaube, wenn du diesen Ton im Hintergrund hörst, des Lebens sein sollte. Wir sind kein Auto, kein Haus, kein Beruf. Wir sind kein Geld, kein Urlaub, kein Boot und so weiter. Kein Luxushotel inklusive all you can eat. Punkt, Punkt, Punkt. Wir sind an erster Stelle die Wesen, die sich als Menschen begreifen dürfen, mit einer Seele, die in Beziehung gehen möchte und fühlen. Wir sind Brüder und Schwestern, Mütter und Väter, Kinder, Männer und Frauen, ob in Ehe oder wild und frei. Wenn wir in Beziehung gehen, Mama, komm mal hin, sind wir mehr auf dem Weg zur Liebe, zu sich und zu deinem. Wo kam der Spruch denn her? Ja, die Frage ist, wo kam es her? Ne? Einfach mal den Geist fließen lassen. Von irgendwo, von außen, von oben kommen Gedankengänge, die uns weiterbringen.